Trauer. Damit werden wir alle einmal konfrontiert. Und wenn ein Mensch stirbt, den man gerne hatte, kann ihm das total aus der Bahn werfen. So ein bisschen depressive Zeug dann halt. Also eben halt traurig, viel häufig. Eigentlich so, dass sich das vor allem zeigt. Oder wir denken mega darüber nach, über den Verlust. Wie eine Schublade, wo einfach alles ja, durcheinandergewirbelt wird, genau. So kommt einem das vor. Ist mir das vorgekommen? Zuerst wurde ich krank. Nervenkrank. Das war mein Sohn, er war 36. Es tut weh. Und zwar so fest, dass es krank machen kann. Psychisch oder physisch. Zum Beispiel in eine Depression führen. Wie kann man mit Trauer umgehen? Und wie können sterbende Menschen denen, die zurückbleiben, beim Abschied helfen? Ich bin im Aargau, auf dem Weg zu Christine Grossenbacher und Martin Wotli. Sie sind heute ein Paar, haben zueinander gefunden, nachdem sie beide eine grosse Liebe verloren haben. Hey, Daniela Lager. Hallo, freut mich sehr. Herzlich Daniela, willkommen. Martin, hoi. Christine ist seit 8 Jahren, Martin seit 4 Jahren verwitwet. Beide leben heute in dem Haus, wo Christine mit ihrem verstorbenen Mann Ueli gebaut hat. Christine, du hast 6 Jahre gewartet, bis du Martin in dein Leben gelassen hast. Das ist eine lange Zeit, oder? Ja, sehr eine lange Zeit. Und ich habe manchmal nicht mehr daran geglaubt, dass es noch passieren kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich habe die Zeit auch gebraucht. Mhm. Hat man es auch erwartet von dir, die Umgebung? Oh, das weiss ich nicht einmal. Ich glaube, es hat dann so nach 3-4 Jahren viele gehabt, wo mir das schon gegönnt hätten. Aber ich habe lange natürlich auch in diese Richtung gar nichts gesagt. Mhm. Ich habe viel Zeit für mich gebraucht am Anfang. Und plötzlich ist das Gefühl erwacht. Und dann hat sich das so auf eine wunderschöne Art ergeben. Ja. Christine Grossenbacher ist 67 Jahre alt und arbeitete vor ihrer Pensionierung als HR-Mitarbeiterin. Ihr Mann Ueli starb 2014 im Alter von 61 Jahren an Krebs. Die Ehe blieb kinderlos. Vor 9 Jahren haben wir Christine und ihren dortmaligen Mann schon mal gefilmt. Für einen Reporter über das Hospiz Aargau Zbruck. Kurz vor seinem Tod hat sich der Ueli von seiner Frau so verabschiedet. Ich wünsche meiner Frau, dass sie weiterhin ein erfülltes Leben führen kann. Auch wenn die bessere Hälfte oder von mir aus die schlechtere Hälfte fehlt. Weil das Leben geht für dich genau so weiter. Und es hat noch ein Schönes drin in diesen Jahren, die kommen. Wenn ich dann immer vielleicht vorbereiten kann, aber es hat noch manche schöne Tage. Ich sage jemanden, das weißt du von mir, ich sage jemanden, aber es probieren, so viel blauen Himmel zu sehen, dass du dir ein paar Hosen schneiden kannst daraus am Tag. Das ist ein altes chinesisches Sprichwort, aber das hilft, das sollst du, das wünsche ich dir eigentlich. Das ist eigentlich das, was ich dir wünsche. Es war jetzt gerade ein bisschen viel für dich, gell? Das noch mal so zu sehen. Ja. Wollen wir schnell Pause machen, oder? Es geht schon. Christine. Ich habe es total schön gefunden, dass er sagt, er wünscht dir, dass du noch ein erfülltes Leben haben kannst. Hast du das Gefühl, in diesem Wunsch war auch wie die Erlaubnis für eine neue Liebe, für eine neue Beziehung? Auf jeden Fall. Das hätten wir auch ganz persönlich ein paar Mal im Vorfeld gesagt. Ich wünsche dir das. Dass du wieder jemanden findest? Ja, dass ich eine Partnerschaft habe, dass ich wieder glücklich werden kann. Er sagt es auch in diesem Film, er wünscht mir das. Mhm. Und er ist überzeugt, dass ich wieder glücklich werden darf. Kein Schuldgefühl, nie bei keinem von euch beiden, der das angefangen hat, wo die neue Liebe ist. Nein. Nein. Vielleicht ein Geheimnis dazu. Ja. Ein Geheimnis dazu.
die sind immer dabei. Unsere zwei sind heute so dabei. Sind dabei. Und das ist für mich persönlich das grösste Geschenk, dass es nicht irgendwie muss versteckt werden muss. Hat es Erwartungen gegeben von eurem Umfeld, wie ihr zu trauern habt? Was ihr dürft, was ihr nicht dürft, anlegen dürft, lachen dürft, etc.? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Mhm. Das hat sicher der gehabt. Aber ich bin so. Eigentlich, ich habe gar nicht mehr recht wahrgenommen, was um mich herum geht im ersten Teil dieser Trauerphase. Und die Erwartungen waren sicher da, aber da bin ich nicht in der Lage, mir Gedanken darüber zu machen, oder was ist jetzt richtig oder was ist falsch. Hinter jeder Person, die stirbt, gibt es Menschen, die trauern. Zwischen 2015 und 2022 verstarben in der Schweiz jährlich durchschnittlich 61.000 Menschen. Während der Pandemie 2020 war die Anzahl der Verstorbenen mit 77.221 am höchsten. Hier ein Überblick der 2022 Verstorbenen pro Altersklasse. Zwischen 0 und 19 Jahren starben 429 Personen. Von den Männern und Frauen zwischen 20 und 39 Jahren starben 738. Im Alter zwischen 40 und 64 Jahren sind 6.389 Personen verstorben. Bei den 65-Jährigen und älter verstarben die meisten Menschen, 57.250. Wenn um jeden Todesfall nur 4 Personen trauern, kommt man auf rund 250.000 trauernde Menschen. Bei geschätzten 5-10% der Trauernden kommt es zu Depressionen und weiteren komplexen Trauerreaktionen, wie zum Beispiel Erschöpfung. Bereits die Diagnose einer unheilbaren Krankheit kann bei Personen im Umfeld von Sterbenden den Trauerprozess auslösen. 2020 wurde bei Petra Wickis Schwester Andrea ein tödlicher Gehirntumor diagnostiziert. Durch die Trauer um den sich abzeichnenden Verlust geriet das Leben der 54-Jährigen völlig aus den Fugen. Also, wir haben die Diagnose, wir haben den Krankheitsfall mit allem, was dazugehört. Wir haben den Todesfall, wir haben die Beerdigung, wir haben das Räumen der Wohnung. Und das alles in allem hat mich unglaublich erschöpft. Es hat mich so erschöpft, dass ich phasenweise auch nicht mehr richtig denken konnte. Ich war einfach unglaublich müde. Also ich wollte das am Anfang nicht wahrhaben. Ich habe das verneint. Ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Nicht sein, der so gesund gelebt hat. Das ist gar nicht möglich. Und doch, trotzdem war die Diagnose, sie wird es nicht überleben. Wird Trauer chronisch, kann sie in einer Depression enden. Jürgen Simon leidet bis heute unter dem Tod seiner Mutter. Gebührend verabschieden konnte er sich nicht. Während der Pandemie durfte er seine Mutter im Seniorenheim nur eingeschränkt besuchen. Ich bin sehr tief runtergerutscht, eine rechte Depression. Das äußert sich, sage ich mal, auch in Schlafstörungen, in Rückzug, bis zu körperlichen Beschwerden. Also das war wirklich so bei mir. Ja. Ich war natürlich auch viel mit mir selber beschäftigt und habe dann auch gemerkt, dass ich den Trauerprozess nicht richtig verarbeitet habe. Professor Dr. Hans-Jörg Zneu ist Experte auf dem Gebiet der Trauerpsychologie. Es ist natürlich so, dass wir, wenn ich depressiv bin, ich möglicherweise gar nicht dazu komme, mehr diesen Verlustaspekte wirklich zu öffnen und vielleicht auch die Gefühle irgendwie an mir wahrnehmen, weil ich durch Depression behindert bin. Und das führt dazu, dass die Trauer
weder emotional noch kognitiv wirklich realisiert werden kann. Und Trauer kann ähnlich wie eine Angststörung auch sozusagen sich selber aufrechterhalten. Und dann wird sie sozusagen zum Problem. Und da geht es um aufrechterhaltende Faktoren, die identifiziert werden und die therapeutisch angegangen werden können. Petra Wicki nahm psychotherapeutische Hilfe in Anspruch und ist heute wieder gesund. Die Trauer um ihre Schwester blieb, wird jedoch bewusst genutzt als Ressource für neue Kräfte. Und dabei hilft ausgerechnet der Nachlass der verstorbenen Andrea Wicki, einer Haute-Couture-Schneiderin. Sie hat ihrer Schwester unzählige Meter hochwertige Stoffe vererbt. Aus diesen lässt sie nun neue Mode schneidern. Der Erlös geht an das Hospiz, in dem ihre Schwester starb. Und daraus ist denn jetzt das entstanden. Und jetzt ist das etwas, das ich quasi aus einem tragischen Umstand durch den Tod von meiner Schwester können, etwas schöpfen und etwas Neues entsteht. Und daraus heraus, mit dem Geld, das ich spenden kann, können andere Leute profitieren von dieser wertvollen Arbeit vom Hospiz. Aber was tun, wenn die Trauer keine positiven Gefühle mehr zulässt? Wer in seinem Leid gefangen ist, sollte sich nicht scheuen, unterstützende Angebote in Anspruch zu nehmen. Für mich das Schlimmste, wenn man das alles alleine verarbeiten muss, dass ich das einfach akzeptiere, so wie es jetzt ist, und auch in die Zukunft schauen kann, ein bisschen Perspektive wieder aufbauen kann. Das ist wichtig. Und ja, dafür muss man sich halt mit dem einen oder anderen auseinandersetzen. Und ich bin jetzt auch in einer Trauergruppe drin, wo eigentlich ganz gut ist, dass man das auch teilen kann mit den anderen gleichfalls Betroffenen, wo das Ganze auch relativiert. Wer eine Trauergruppe sucht, kann sich bei regionalen und kantonalen palliativen und kirchlichen Institutionen informieren. Andreas Zimmermann organisiert für das Hospiz Aargau offene und konfessionslose Trauertreffs, teilweise mitorganisiert durch die ortsansässigen Kirchen. Jeder und jede darf kommen. Es spielt keine Rolle, wie lange der Verlust her ist. Und dann ist mir aber auch jemand im Kopf, der gesagt hat, es sei 2 Jahre her, seit seine Frau gestorben war, und er die Erfahrung gemacht hat, sowohl am Arbeitsplatz wie in der Familie, möchte einfach das niemand mehr hören. Und es ging ihm ja auch nicht immer schlecht, aber er fällt zwischendurch ins Loch. Und der war dann auch nach 2 Jahren, kam der da hin und ist nachher regelmäßig gekommen, weil er das so einen wertvollen Ort gefunden hat. Begrüße ich euch nochmal herzlich zu dem schon 4. offenen Trauertreff in Zeon, wo wir heute schon haben. Wichtig ist das, was da so im Kreis läuft, dass das vertraulich ist und da im Raum bleibt. Ich glaube schon nicht, dass die Erwartung haben, dass wir die Trauer wegzaubern können, sage ich mal, oder dass die dann einfach verschwindet. Und ich habe in diesem Trauertreff einfach die Erfahrung gemacht, wie für die, sage ich mal, 5 bis 10 Leute, wo es vielleicht manchmal da waren, das so wichtig ist, einfach einen Ort zu haben, wo sie sich geschützt fühlen und doch die Trauer, die immer wieder kommt, manchmal nur noch 1-2 Jahre, teilen können mit anderen. Jürgen, möchtest du noch was sagen? Vielleicht, wie es dir gegangen ist seit dem letzten Mal oder vorletzten Mal. Du bist ja jetzt schon ein paar Mal da gewesen. Mhm. Ja, ich wollte einfach sagen, wie gut es jetzt wieder ist, was ich gerade gehört habe. Die Offenheit hier, oder? Ich finde es als großes Geschenk, dass es so eine Gruppe wie hier gibt. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir sind im Hospiz Aargau Zbruck. Da, wo Christine damals ihren Mann Ueli verabschiedet hat. Christine weicht dem Thema Tod nicht aus.
Kurz nachdem Ueli gestorben ist, hat sie sich zur freiwilligen Mitarbeiterin ausbilden lassen und hilft jetzt anderen, hier im gleichen Hospiz, vom Leben Abschied zu nehmen. Sie sagen mal, ich habe, als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, wieso tust du das an? Da kommt ja, du bist an dem Ort, wo der Ueli gestorben ist, da kommt doch permanent alles wieder rauf. Das stimmt schon. Das war am Anfang ganz extrem. Vor allem jedes Mal, wenn ich in das Zimmer 359 rein bin, ist da auch vor mir zugestanden. Aber ich habe in dieser Zeit, in der Ueli da war, in diesen 3 Wochen, so manches dürfen erleben hier innen. Und da ist mir so geborgen. Ja. Nicht nur dasjenige, der krank ist, auch als Angehörige. Und da habe ich gemerkt, als ich die Kontakte durfte spüren, auch als Freiwillige hier durfte machen, dass das hier in mir schon ein Gedanke war, wenn du da jemals ein bisschen überwunden hast, will ich das auch machen. Wie war es denn für dich? Also hat der Ueli gesagt, ich will hier hin, ich will ins Hospiz? Ja. Mit welcher Überlegung? Dass er nicht will, dass er im Haus stirbt, wo ich zurückbleibe. Und so einfach Bilder und Erinnerungen habe, die ich nachher nicht mehr verschaffen kann oder mich einfach zu stark belasten. Er sagt, dein Leben geht weiter und ich will, dass du das kannst neu aufbauen. Und das kann ich mir heute gut vorstellen, wenn ich das anschauen müsste, wie es mir geholt hätte. Ich weiß, ich werde nicht mehr dort. Das hat mich zu fest belastet. Und da war es neutral. Du warst dabei, als er gestorben ist? Ich war dabei, ja. Bis zuletzt hat Ueli alles dafür gemacht, um Christine das Weiterleben leichter zu machen. Das ist so beeindruckend und hat offenbar der Christine auch wirklich geholfen. Das ist jetzt so. Das ist jetzt ein Patientenzimmer. Das ist einer eines der kleineren. Ja. Der Ueli hat in diesen Stunden, bevor er gestorben ist, und in diesen Tagen an dich gedacht. Er hat an die Zeit gedacht, wo du noch da bist und er nicht mehr. Kann man das nicht erwarten eigentlich? Auch von einem sterbenden Angehörigen. Dass, wenn er die Familie gern hat, dass er sich die Gedanken über seinen eigenen Tod ausmacht. Es darf sein. Also, ich denke jetzt mal, ich würde so sagen, in einer normalen Beziehung, in einer normalen Familie, in der man einander gern hat, ist das auch so. Dann stimmt es für mich auch. Dann macht sich dasjenige auch Sorgen und sagt, ich muss euch jetzt zurückgehen, ich wäre gerne noch ein bisschen da geblieben und hat euch doch unterstützt oder in euren Vorhaben oder hättet mich doch noch können brauchen. Ja. Ja, aber verlangen darf ich es nicht. Auch ich musste schon einen Abschied nehmen, von den Grosseltern zum Beispiel. Es hat mir das Herz abgedrückt. Trauer manifestiert sich tatsächlich auch körperlich. Unsere Medizinstudenten Afrid Ashraf und Willi Balandis zeigen im Pulscheck, was man darüber weiss. Trauer kann für den Körper auch recht gefährlich werden. Aber was passiert jetzt genau im Körper, wenn wir trauern? Dem wollen wir jetzt nachgehen. Der Körper reagiert bei Trauer wie bei einem Drogenentzug. Klingt krass, ist aber so. Schlaflosigkeit sicher, dann Appetitverlust. Das andere, dass man irgendwie sehr viel isst, um das zu kompensieren. Angeschlagen, bist müde. Nächtelang nicht schlafen. Trauer kann der ultimative Stress für unseren Körper sein. Der extreme Stress beeinflusst als erstes unser Gehirn. Da sind bestimmte Hirnregionen besonders betroffen. Unter anderem der Hirnstamm, der viele wichtige Vorgänge wie Essen, Schlaf, Atmung und unser Kreislauf gesteuert werden. Betroffen ist aber auch unser limbisches System, das Emotionen regelt. Und der Neokortex, wo unser Denken und Handeln angesiedelt ist. Darum kann es sein, dass man nicht gut schläft, keinen Hunger hat oder sich krank fühlt. Trauer beeinflusst unsere Merkfähigkeit und man vergisst Sachen, die man im Alltag immer so gemacht hat. Zum Beispiel das Rezept vom Grossi, wo man schon tausende Mal gebacken hat. Oder man verfahrt sich auf dem Weg zum Arbeiten. Und wir können unsere Gefühle und unser Handeln nicht mehr gut kontrollieren. Was man weiss, ist, dass bei einem Verlust das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Eine ganz spezielle und eher seltene Form davon ist das gebrochene Herz. Das gibt es wirklich. Aber es ist selten. Man nennt es Takotsuba-Syndrom oder Broken Heart-Syndrom.
Das kann nicht nur nach einem Todesfall auftreten, sondern auch nach einem Beziehungsende. Scheinbar spielt aber das Molekül Adrenalin eine wichtige Rolle. Die Flut von diesen Hormonen bewirkt, dass die Gefäße im Herz sozusagen Krampf bekommen und zugehen. Das ist übrigens ein ähnlicher Mechanismus wie bei einem Herzinfarkt. Nur, dass dort Gefäße wirklich verstopft sind. Davon betroffen sind vor allem Frauen. Die Quote liegt da so bei 90%. Und by the way, das Gleiche gibt es auch bei extremer Freude. Nur heisst es dann Happy Heart Syndrom. Trauer löst also im Körper so einiges aus. Weil manchmal ist Trauer schwieriger und intensiver und mal wieder leichter. Wichtig ist, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es selber nicht mehr bewältigen könnt, euch professionelle Hilfe sucht. Das ist in diesem Fall keine Schwäche, sondern ganz im Gegenteil sogar eine Stärke. Und etwas, was immer hilft, und sicher auch bei der Trauer, ist eine Umarmung. Also Bro, komm. Tatsächlich können Sterbende noch zu Lebzeiten helfen, ihren Verlust für die Nachwelt erträglicher zu machen. Nachlässe schaffen, die Zukunft von Menschen mitgestalten, selbst über den eigenen Tod hinaus. Dabei hilft der Verein Hörschatz, initiiert von Franziska von Grünigen und Gabriela Meissner. Hörschatz ermöglicht unheilbar kranken Müttern und Vätern, Audiobiografien für ihre Familien aufzunehmen. Natürlich helfen wir. Manchmal sind es sehr schwierige Sachen. Wenn man über Krankheit erzählt, über Diagnosen, dann fließen auch Tränen. Und dann braucht man jemanden, der einem sich vielleicht ein bisschen mal an die Hand nimmt und sagt, komm, wir packen das zusammen, wir gehen dort durch. Bei der Wanda war das auch so. Wir konnten mit ihr 3 Tage die Heime aufnehmen. Ich wollte euch etwas hinterlassen, wo ihr immer wieder hören könnt, wo ihr meine Stimme immer wieder hört. Auch, dass meine Stimme nicht vergessen geht. Es ist ein Geschenk von mir an euch, das euch hoffentlich wird immer wieder begleiten im Leben. Ihr könnt immer wieder reinhören. Und ihr müsst auch nicht alles hören auf einmal. Für Wandas 13-jährige Tochter Zoe ist der Hörschatz eine wichtige Erinnerung. Sie hört die Erzählungen ihrer Mutter lieber für sich allein. Also als erstes, wenn ich meine Stimme von meiner Mutter höre, fange ich, glaube ich, an zu heulen, meistens. Aber ich finde sie auch im Nachhinein schön, weil es fühlt sich so an, als wäre sie gerade nicht mehr und redet mit mir so. Für den 10-jährigen Jendrik sind die Erzählungen der Mutter auch Empfehlungen für sein Leben. Da haben wir bereits schon gewusst, dass Mami Krebs hat. Sie hat gesagt, dass man immer weiterleben sollte, immer noch am Leben Freude haben und immer weitermachen und Ziele verfolgen. Es ist dann auch so, dass er eigentlich nicht genau weiss, was für Kapitel das er möchte hören. Und er ist dann manchmal fast überfordert und hat mir dann zweimal gesagt, ich soll aussuchen, was für ein Kapitel das wir jetzt hören. Die sterbende Wanda Wieser nutzte den Hörschatz auch für sich selbst und einen reflektierten Blick zurück auf das Leben. So, Herr Jendrik, an Tisch bitte. Ich war also nicht dabei bei der Aufnahme selber, weiss aber, dass die 3 Tage sehr intensiv waren für die Wanda. Das heisst, sie war am Schluss sehr kaputt, aber auch sehr glücklich und zufrieden und auch erleichtert. Und zu dem Zeitpunkt hat es eigentlich geheißen, dass die Wanda nur noch ein paar Wochen zu leben hat. Schlussendlich hat sie dann aber über 7 Monate weitergelebt, sodass sie wirklich das Leben noch ein bisschen weiter geniessen konnte. Einige Kapitel hörte Wanda Wieser gemeinsam mit Oliver und den Kindern. Es tat ihr gut zu wissen, dass die mehrstündigen Hörschätze ihrer Familie den Umgang mit ihrer Trauer erleichtert. Das ist heute ja kein Fußball, oder? Das ist auch kein Aufzugehen. Bis jetzt habe ich eigentlich keine negative Stimme gehört. Der einzige Punkt, der mal erwähnt wurde, ist, ob das Ganze nicht wie eine Art Retraumatisierung wirkt. Und es stimmt. Aber sobald ich ein Fetti gelöst habe, habe ich wie eine Art Erleichterung. Ich fühle mich befreit, auch wenn ich zum Beispiel haben müssen brüllen. Und von dem her gesehen, hilft mir das nachher, das Leben wieder mit viel mehr Freude, mit viel mehr Energie in Angriff zu nehmen.
Peter Meures ist Psychologe und unterwegs zu Tanja Brito Corona und ihrem Partner Markus Bürgi. Ich werde mit Tanja heute und mit Markus zusammen ein Dignity Therapy Gespräch im Rahmen der Dignity Therapy durchführen. Es sind auch Personen, die etwas zurücklassen wollen für Angehörigen, für später, um sie bei ihren Trauer zu unterstützen oder um zum Beispiel Enkelkinder etwas mitzugeben, was sie später erinnert an ihre Herkunft. Das Hospiz Ballistella in Remismühle. Tanja Brito Corona hat einen unheilbaren Gehirntumor. Partner Markus ist immer an ihrer Seite. Es ist ein Abschied auf Raten. Die letzten Tage merkt man, dass man auch, wie soll ich sagen, Nachlass schafft. Oder dass man einfach sagt, hey, so können wir etwas noch bewahren für nachher. Ich meine, im Herz ist sie immer, das ist logisch, da nimmst du sie auch mit. Und sie gehört immer dazu und das wird auch nachher so sein. Die Dignity Therapy, auch genannt würdezentrierte Therapie, besteht aus einem Gespräch. Dieses wird aufgezeichnet, niedergeschrieben und danach, wenn die Patienten es wünschen, mit der Familie besprochen. Was mich am meisten interessiert, ist so zu hören, so was du so alles erfahren hast und was du aus dem Leben geholt hast und wie das Leben dich ausgefüllt hat, was die Freude gemacht hat an deinem Beruf zum Beispiel oder wie du Markus kennengelernt hast und das solche, wie deine Kinder dich Freude bereitet haben. Ich meine, was wirklich schön war, und das können jetzt meine Kinder machen, zum guten Glück, ich habe meinen Traumberuf gelernt. Ach was, wirklich? Ja. Und was für ein Beruf ist das? Kondukteurin bei der Bahn. Es wird einfach auf das Leben zurückgeschaut und die besten Momente werden rausgeholt und werden gesammelt als einen Abdruck, als eine Wiedergabe der Person, als eine lebendige Erinnerung. Was möchtest du deinen Kindern weitergeben, um sie vorzubereiten auf die Zukunft? Also, ich habe keinen Rat, aber ich finde es super, jetzt schon, wie sie es machen. Aha. Die Luna und wie auch die Alia, dass sie für sich einstehen. Stehen für euch selber ein. Kinder, das ist das Wichtigste. Weil schlussendlich kommt irgendeiner und frisst euch ab den Wiesen weg. Angehörigen haben mir gesagt, dass es ihnen geholfen hat, die Akzeptanz der Tatsache, dass jemand geht, dass sie das eigentlich schon vorverarbeitet haben während dem Prozess, aber auf eine positive Weise und zugleich, dass sie traurig quasi sind, aber dass sie sich auch eingeladen fühlen um das Leben weiter wahrzunehmen und zu genießen. Also das Wichtigste war das wegen den Eltern und wegen meinen eigenen Kindern. Und dass ich auch noch eine Möglichkeit hatte, um eine Botschaft rauszugeben an meine Schwestern, die Eltern und an die Kinder. Und natürlich an dich. Danke. Macht sich mal keine Sorgen. Wie mit Personen umgehen, die trauern? Und wie mit der eigenen Trauer leben lernen? Puls Kompakt gibt Tipps. Anteilnahme anbieten. Behutsam auf so eine Person zugehen, wenn es darf sein und die Situation zulässt, eine Umarmung. Und einfach dort vermitteln, ich bin da für dich. Zeitfenster für Trauer planen. Ich nehme mir zum Beispiel jeden zweiten Abend oder jeden dritten Abend Zeit
um mich sozusagen mit mir und meinem Verlust auseinanderzusetzen. Und nachher darf ich mich aber auch belohnen. Weil ich das gemacht habe, darf ich nachher zum Beispiel, warum nicht, etwas Süßes essen, ein Glas Wein trinken. Trauer nicht verdrängen. Meine Erfahrung, die ich mit der Trauer hatte, ist, dass man sich auf die Trauer einlassen soll. Dass man nicht denken soll, dass die Trauer irgendwann mal zum Ende kommt. Sie wird immer da sein. Aber je mehr man sich mit dem Gedanken befasst und das zulässt, desto stärker hat man dann auch nachher wieder die Energie, sich aufs Leben einzulassen. Nachlässe in den Alltag integrieren. Bilder zum Beispiel oder Möbel, wenig Schmuck, haben wir jetzt in unserem Haus integriert. Und gibt etwas fürs Wohlbefinden und für das als Erinnerung, was war. Kann aber auch manchmal ganz ohne Erinnerung sein, sondern einfach, es ist jetzt einfach schön, ist das auch noch da. Mein Tag mit Christine Grossenbacher und Martin Wotli endet dort, wo Wünsche für eine gemeinsame Zukunft wahr werden können. Beim Besichtigen von Wohnmobil. Ja. Indirekte Beleuchtung. Ja. Schau mal, genau das Tablet. Oh, schau mal, ah, das ist der Tablet. Ist alles drin, was es braucht? Alles ist da, was es braucht, ja. Es lenkt wirklich. Es lenkt. Und? Wer fährt? Der Martin. Hast du keine Lust, so nein, zu fahren? Nein, gar nicht. Nein. Du, sag mal, was ja noch speziell ist, ihr beide habt den Traum von so einem Wohnmobil, aber immer eigentlich mit einem anderen Partner, oder? In diesen Träumen im Kopf. Ist das ja noch so? Ja. Ich durfte ein Stück weit leben. Ihr seid einmal gegangen, wir zu zweit. Nein, wir sind ein paar Mal gegangen, ja. Uli und ich. Ja. Ja. Und mit dem Martin da reden wir davon und haben das eigentlich noch vor. Ja. Ja. Für mich ist es ein Traum, für mich wird es dann wirklich. Der wird es Wirklichkeit, für ihn ist es immer noch ein Traum. Ja. Ja. Ich kann mir das noch nicht so vorstellen, aber es wird jetzt immer ein bisschen konkreter. Ja. Und haben das Gefühl, irgendwie sind wir das Vierte unterwegs? Ist ja. Deine also, wenn wir gehen. Und deine verschobene Frau dabei. Ja. Also, einer wird sich wahnsinnig freuen, und das ist der Uli. Ja. Ja. Also, der, ja. Ich hatte grossen Respekt vor dieser Sendung heute. Ich hatte ein bisschen Angst, mir fehlen die Worte. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Worte, um über Sterben, Tod und Trauer zu reden, habe ich das Gefühl. Ich wenigstens habe sie nicht. Ihr habt mir das sehr einfach gemacht mit eurer Offenheit. Und hoffentlich können wir diese Offenheit auch mitnehmen ins weitere Leben und auf weitere Situationen, wo man das eben braucht. Ein bisschen Verständnis, ein bisschen spüren, was passiert mit einem, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Mhm. Besten Dank euch beiden. Das war gern gewesen. Danke dir. Danke dir. Und noch etwas ist wichtig. Menschen, die trauern, brauchen zwar Zeit für sich, aber man sollte sie nicht einfach lang ganz allein lassen. Weil sonst kommt zu dem ganzen Leid und der Trauer auch noch die Einsamkeit dazu. Und über das Thema Einsamkeit haben sich übrigens unsere Kolleginnen und Kollegen von der Sternstunde spannende Gedanken gemacht. Schaut doch einmal rein, wenn ihr wollt. Und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke.